Den Martin haben wir eingesammelt. Und jetzt fahren wir zu dritt Richtung Selztal. Und herzlich willkommen in Österreich. Ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir jetzt erreicht. Und jetzt fahren wir ganz entspannt. Wir liegen wirklich super in der Zeit. Das Wetter, ja, boah, es wird wolkiger. Zu oder was? Dück, dück. So, jetzt haben wir noch mal eine kleine Pause gemacht. Jetzt haben wir noch mal so eine gute Stunde vor uns. 73 Kilometer bis zum Ziel. Von daher ganz entspannt. Wir liegen weit vor der Zeit. Wir kommen jetzt 16:30 an. Ursprünglich habe ich mal 17 Uhr geplant, dass wir da ankommen. Aber so können wir ein Feierabendbier mehr genießen. Wir hoffen, dass wir jetzt noch die letzten 70 Kilometer trocken bleiben. Viel Berg haben wir heute nicht, viel Berg haben wir dafür morgen. Heute haben wir eine Pension in Selztal, heißt es, glaube ich, die Pension Hera, gebucht. Talsperre. Alpenkaviar.
auch noch feucht. So ein bisschen zumindest. Der Kehre. Langsam aber sicher nähern wir uns jetzt dem Ziel der heutigen Etappe. Noch genau 10 Kilometer. Dann sind wir bei 335, 336 ungefähr, je nachdem. So, ich habe zwar heute nicht viel zu erzählen gehabt, weil es einfach nur dahin gefahren, mehr oder weniger, aber wir haben es sehr genossen. Erst durch Tschechien, bombastisches Wetter, schön warm. Jetzt ist hier in Österreich ein bisschen frischer geworden. An der Grenze haben wir den Adventure Time 74 wieder eingesammelt. Der hat uns da in Empfang genommen. Das war eine Punktlandung. Wir waren also beide da. Also wir waren da alle zur gleichen Zeit da. Dann ging es hier durch Österreich mit ja doch zunehmend schlechterem Wetter. Aber es hat gut gehalten. Ja, es sind, ist jetzt ein bisschen feucht geworden. Wir haben so ein paar leichte Tropfen auf dem Visier. Aber jetzt sind wir noch 3-4 Kilometer entfernt. 4 Kilometer. Und dann gibt es ein Bierchen. Dann gibt es noch ein Bierchen, dann gibt es Abendbrot und noch ein Bierchen und dann geht es ins Bett. So dass wir morgen früh wieder fit sind, weil morgen steht uns dann wieder eine etwas längere Tour. Und morgen steht dann für uns wieder eine längere Tour auf dem Programm. Na, da geht es dann durch Slowenien durch mit zweimal Zwischenstopp am Harley-Händler und noch andere Zwischenstopps. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Nur bis nach Kroatien. Ich hoffe, dass dann in Kroatien das Wetter wieder entsprechend kroatischer Verhältnisse warm und trocken ist, aber nicht heiß. Aber das seht ihr ja dann im nächsten Video quasi. Ich seht morgen, ihr seht es nächste Woche im nächsten Video. Selztal hier noch nicht. Was macht der denn? Also manche fahren ja in Schutz zusammen. Oh! Der kam aber rumgefeuert da. Alter Schwede, ey! Pension Eda. Angeber!
236 Fahrzeugkilometern. Wir sind angekommen in Selztal. Wir konnten unsere Motorräder unten in die Garage stellen. Und jetzt werden wir gleich noch vom Wirt zum Restaurant fahren, wo wir uns dann noch ein Bierchen genehmigen werden, was zum Abendbrot schnabulieren werden. Und dann wird uns der Wirt wieder abholen. Und dann geht's morgen weiter.